Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, wie ich versprochen habe, machen wir mit der Hauptstory weiter, also mit dem Hauptquest, was uns ja ins... Huh? Da ist es ja. Was uns ja ins Ulmenkap geführt hat. Ja genau, in den Bezirk Ulmenkap, der Zwillingsulmen. Allerdings will ich mal ganz kurz einen Abstecher nach hier machen und gucken, mit wem ich da noch reden kann, bevor wir über die Brücke gehen nach Teer Evron, wo wir hin sollten. Und natürlich zum blutigen Sand. Orvatinnen? Isvid hat sich mein Vertrauen verdient. Die hohe Wartin hat den Heil über Jahrhunderte hinweg gepflegt, okay. Mit ihr sollten wir reden wegen der einen Nebenqueste. Das lasse ich aber erstmal bleiben. Wir haben hier noch andere Ovatinnen. Ja, noch mehr Ovatinnen. Das sind hauptsächlich Ovatinnen oder Ovatenwächter. Also ja, das ist so eine Art Zirkel. Ovatenwächter Isvid. Die goldenen Blätter funkeln und glitzen, als sie von den Bäumen zum Boden fallen. Okay, ich glaube, das mit den Ovaten lasse ich dann doch mal aus. Goldsellerie. Weil ich glaube, das ist der Druidenzirkel, zu dem auch Varys wollte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange Varys eigentlich noch Varias, wie hieß er nochmal? Hier Ravias, so rum. 17 Stunden, bis er fertig ist mit der Eskortierung. Okay. Oh, und wir werden schon aufgehalten von Taos. You have stayed true to our cause, Inquisitor, when so many others have not. For every heretic we confess, for every betrayer that burns on our pyres, new sheep continue to flock to Ivara Exensios. But not you. I underestimated you in the beginning, but no longer. Du bist deiner Sache treu geblieben, Inquisitor, wo so viele andere das nicht sind. Für jeden Ketzer, den wir beichten lassen, für jeden Verräter, der auf unseren Scheiterhaufen verbrennt, finden neue Schafe ihren Weg zu Ivara Exensios. Aber also wahrscheinlich zu der Königin, die war. Du aber nicht. Ich habe dich unterschätzt. Doch das tue ich nicht mehr. Du hast mich, Großinquisitor. It is not for honor that I summoned you today, but for duty. Too many of our own have confessed upon the wheel and the rack and the flame. Too many of our faithful have had their minds poisoned by the Kratum Witch. The tide is against us now. Nicht der Ehre wegen, die sich die heute rufen, sondern der Pflicht wegen. Zu viele unserer eigenen Leute haben auf dem Rad, auf der Streckbank und im Feuer gebeichtet. Zu viele unserer treuen Anhänger haben ihren Verstand von der Hexe aus Kratum vergiften lassen. Das Blatt hat sich gegen uns gewendet. We have but one option. Ivara's following must see her exposed for what she is. She must confess her heresy before my court. Uns bleibt nur ein Ausweg. Ivaras Gefolgsleute müssen ihr wahres Gesicht erkennen. Sie müssen vor meinem Hof ihre Ketzerei eingestehen. Wie aber kommen wir an sie heran? Das wird wahrscheinlich wieder um die Rückblende gehen, die wir im Duckpalast gesehen haben mit der Frau an dem Folterrad. Also wie kommen wir an sie heran? Not in Kratom, surely. Their Lord has embraced her heathen faith and protects her with his army. But in Osionis, things would be different. The king of Osionis is a sinful man. We have helped him to see the error of his ways, and now he fears for his soul. He would pay any price for absolution. Nicht in Kratom, das steht fest. Der dortige Fürst hat ihren heidnischen Glauben übernommen und beschützt sie mit seiner Armee. In Osionus aber sehe es anders aus. Der König von Osionus ist ein Mann der Sünde. Wir haben ihm geholfen, seine Verderbtheit zu erkennen, und nun fürchtet er um seine Seele. Er würde jeden Preis für eine Absolution bezahlen. Aber wie bringen wir Iovara dazu, nach Osionus zu gehen? You have already done much for the Inquisition. I wouldn't ask this, were there any other choice. Taos legt also seine Hand auf deine Schulter. Du hast viel für die Inquisition getan. Ich würde nicht fragen, wenn es eine andere Wahl gäbe.
Ist das noch aus der invitarianischen Zeit? Oder ist das aus der Zeit, wo sich der Dürrwald vom Reich Edir abgespalten hat? Das ist eine gute Frage. Wir können ja mal kurz einen Blick ins Tagebuch werfen, Visionen. Auf deinem Weg nach Zwillingsulm hattest du noch eine Vision von Taos. Darin sprach er dich als Inquisitor an und bezog sich auf eine wachsende Bewegung um eine ketzerische Frau namens Iovara ex Encius. Ach so, das ist der Name der Ketzerin gewesen, also aus Taos Sicht Ketzerin, die er verhaften wollte. Angesichts seiner Beziehung zu Iovara forderte er dich auf, ihr Richter zu sein. Er implizierte, dass es dabei auch um Verrat gehen würde. Okay, das ist schon mal nicht so toll. Wir haben die Zwillingsräume entdeckt. Wir können jetzt theoretisch wieder in eine Zwischensequenz geraten. Oh je, zwei Nymphen. Oder sind das wieder solche... wie heißen sie? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Die uns da in der Wildnis schon angegriffen haben, mit Trollen und so weiter zusammen, die gezaubert haben. Zwei identische Frauen werden langsam sichtbar, als sie sich vor den großen Bäumen we wegbewegen, die sie tarnen. Ihre Haut ist Baumrinde, furchig und schuppig, umgeben von einem Gewirr aus Wurzelknospen und Blüten. Also eher Dryaden, würde ich sagen, keine Nymphen. Ihre Haare hängen unter dem Schatten von gezackten Blättern, wie die hängenden Äste der Ulmen über ihnen. Und die Pupillen ihrer Augen sind von hunderten oder sogar tausenden konzentrierten Ringen umgeben. Als würden sie das angesammelte Wissen vor Jahrtausenden anzeigen. Also sehr alte Ulmen, Zwillingsulmbeschützer. Turn around, flesh creature. Outsiders are not permitted to approach the elms. Eine von ihnen steckt dir ein Wurzelgewirr entgegen, das sich windet und verknotet und ein Gebilde wie eine offene Hand bildet, mit der Handfläche nach unten. Kehre um, Fleischwesen. Außenstehende dürfen sich den Ulmen nicht nähern. Do you not feel it, sister? Something familiar. An ancient soul, like the other one. Another defiler, no doubt. Let us fell him and be troubled no more. It would pay the debt of his predecessor. Der andere starrt dich ohne zu blinzeln an. Ihr Stirnrunzel vertieft sich mit einem knarzenden Geräusch. Wie kann man eine Baumrindenhaut Stirnrunzeln? Spürst du es nicht, Schwester? Etwas Vertrautes. Ein Urteil in Seele, genau wie die andere. Gewiss auch gekommen, um zu schänden. Strecken wir ihn nieder und sparen uns den Ärger, damit wäre die Schuld seines Vorgängers beglichen. So it would seem, Rhiannon. But we must not hasten to judgment. I see a different motive here. Different questions in these eyes. Okay, das sind ganz schön komische Schwestern. So schnell wie die ihre Meinung ändern. Gerade eben wollte sie uns noch wegschicken. Jetzt will sie mit uns reden, sich ein Urteil bilden. Hä? Es scheint so, Rienven. Doch wir dürfen nicht vorschnell urteilen. Ich sehe hier ein anderes Motiv. Andere Fragen in diesen Augen. What of it, young trespasser? Is it as my sister says? Or are you here to stain this place with foul deeds? Wie steht es, junger Eindringling? Ist es, wie meine Schwester sagt, oder bist du hier, um den Ort durch faule Taten zu vergiften? Ich suche einen Mann, der hier war. Es klingt, als wäre er ihm schon begegnet. Ich hörte von einem Vorfall hier und kam, um ihm nachzugehen. Ich handle aus Sorge um das Wohlergehen dieses Landes. Es wäre weise, mir zu helfen. Angesichts so degradierter Schönheit habe ich vergessen, was ich vorhatte. Sehe ich doppelte Halluzinationen? Ich würde diesen Ort nur zu gerne niederfangen, doch ich habe Dringenderes zu erledigen. Provozieren wir sie mal ein bisschen, so nach Hagrim-Art. Sehe ich doppelte Halluzinationen? Spoken with a transparent eagerness of one whose deformed little stamen has never successfully transferred gametophytes to even the most desperate of pistols, and you wouldn't know a carpal if an herbalist drew him a map. Was? Gesprochen mit dem leicht durchschaubaren Eifer von jemandem, dessen deformiertes kleines Staubgefäß noch nie erfolgreich Gametyphen erfolgreich transferiert hat. Erfolgreich, erfolgreich. Nicht einmal die verzweifelsten aller Pistillen und der ein Kapell nicht erkennen würde, wenn eine Kräuterhändlerin ihm eine Karte zeichnen würde. You must excuse my sister's temper, old one. Trust me when I say that my sister and I have truly heard them all. Sinna verbirgt ihren Mund hinter den Zweiglein ihrer Finger, doch ihre Belustigung wird kaum verborgen. Yeah, es hat geklappt. Du musst das Temperament meiner Schwester verzeihen, Alter.
Ich glaube, ihr seid älter als Hagrim. Vertrau mir, wenn ich sage, dass meine Schwester und ich wirklich schon alles gehört haben. Fortunately, you are easier to read than my sister. You are here for the man Theos Exarchanon. This is clear to me. Glücklicherweise bist du leichter zu durchschauen als meine Schwester. Du bist hier, um Taos Exarchanon zu finden, das ist offensichtlich. Jupp. Und er hat auch so ein X im Namen, fällt mir gerade nochmal so auf. The answer is yes, old one. We crossed paths with Theos not long ago, and we can tell you where he went. But I find it curious that anyone would seek him out. Suspicious even. If we are to help you find him, we would know why. Die Antwort lautet ja, Alter. Wir haben Taos Weg vor nicht allzu langer Zeit gekreuzt und wir können dir sagen, wohin er gegangen ist. Aber ich finde es seltsam, dass jemand ihn suchen sollte. Verdächtig sogar. Wenn wir dir helfen sollen, ihn zu finden, müssen wir den Grund wissen. Ich habe ein Problem und nur er kann es lösen. Ihn aufzuhalten könnte vielleicht mit dem Vermächtnis beenden. Er muss für seine Verbrechen büßen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Er hat sich mit mir angelegt. Ich habe vor, Rache zu nehmen. Wir scheinen verbunden zu sein und ich muss wissen, warum. Ich weiß es selbst nicht genau. Meine Beweggründe sind meine eigene Sache. Es hat mit euch nichts zu tun. Er hat sich mit mir angelegt. Ich habe vor, Rache zu nehmen. Wenn man es laut erhebt, sich schon viel sympathischer, Shida. In der Tat, ein verwandter Geist, wie mir scheint. Aber das ist, was das wirklich ist, nicht wahr? You are tied to him. Das hätten wir sagen können, ja. Sida blickt zu dir rüber und die Aussage ändert sich, als würde sie dich zum ersten Mal sehen. Aber darum geht es doch im Grunde nicht wahr. Du bist mit ihm verbunden. Ich dachte, darum geht es im Grunde nicht. Naja. Also ja. You are awakened. Your soul is awake and something once buried deep now wells to the surface. Past overwhelms present, closes in around you. Your time has nearly reached its end. Ich sehe es jetzt. Du bist erweckt worden. Deine Seele ist erweckt und etwas, was einst tief vergraben war, dringt nun an die Oberfläche. Die Vergangenheit überwältigt die Gegenwart und umschließt dich immer mehr. Deine Zeit hat fast ihr Ende erreicht. Ich muss einfach nur Taos finden. I'm sorry to tell you this. But Theos cannot give you what you seek. Nor can any man. An awakening cannot be undone, any more than your past can be undone. Ich kann aber Taos wenigstens büßen lassen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, doch Taos kann dir nicht geben, was du suchst. Kein Mann kann das. Eine Erweckung kann nicht rückgängig gemacht werden, ebenso wenig wie deine Vergangenheit ungeschehen. Was meinst du damit? Ich dachte, Meerwald hätte gesagt... Adolfs Gesicht ist starr. Das ist dauerhaft? Sagai ist gekuscht zu dir. Es tut mir leid. Wir haben dich gemeinsam diesen Weg zurückgelegt, um uns zwei sprechende Schüsseln abwimmeln zu lassen. Natürlich, du rennst. Madicchio, es muss einen Weg geben. Es war so alles umsonst. Ich werde den Verstand verlieren. Gibt es keine andere Aussage mit? Ich glaube nicht daran. The soul is formless without a past to shape it. Did you truly expect to be able to wipe it away? Die Seele ist gestaltlos ohne Vergangenheit, die sie formen kann. Hast du wirklich erwartet, einfach alles wegwischen zu können? Nein, aber ich hatte gehofft, es wäre etwas, was ich vergessen könnte. Ich hätte lieber versucht, die Dinge zurückzurücken. Ich würde damit leben, wenn ich könnte. Das oder den Mann töten, der es ausgelöst hat, genau das. Ich musste an etwas glauben. Ich hatte keine Wahl. Das oder dem Mann töten, der es ausgelöst hat. Forgiveness for his deeds are beyond repair. Is that so? It would seem that way to me as well. But if that is true, then the two of you may be connected more closely than you realize. Er kann keine Vergebung mehr erlangen, denn seine Taten lassen sich nicht rückgängig machen. Ist dem so? Auch mir scheint es so. Wenn das aber stimmt, dann seid ihr zwei vielleicht enger verbunden, als ihr bewusst ist. However, as much as my sister speaks truly that there is no way back from an awakening, there may yet be a way forward. Would you agree, Shiva? Wie dem auch sei, meine Schwester hat zwar recht, von einer Erweckung gibt es keinen Weg zurück. Aber vielleicht gibt es einen Weg vorwärts. Stimmst du zu, Shiva? I would. Were the way not so likely to end in death. Das würde ich. Würde der Weg nicht aller Wahrscheinlichkeit nach dem Tod enden.
Was ist? Der Tod ist vielleicht besser als das, was mich erwartet. Nein, so pessimistisch sind wir nicht. Du unterschätzt mich. Was ist? Der Mann Theos, du musst es bereits wissen. Du bist durch ein gemeinsames Past. Something about it lingers within you, festering, unresolved. What it is, I cannot see any more than you. And without that knowledge, your doom is certain.